Hallo und herzlich willkommen zu der Top Edition 131. Im ersten Bericht geht es jetzt um Internetstars. Die sind ja heutzutage aus unseren sozialen Netzwerken gar nicht mehr wegzudenken. Mit drei von ihnen haben wir uns auf ein Interview getroffen. Die haben ja teilweise pro Tag mehr Views auf ihren Videos als Fernsehsendungen im ganzen Monat. Sie haben uns über ihren Erfolg, über ihre Erlebnisse und über ihre Tipps und Tricks über den Online-Erfolg erzählt. Ob als Werbeträger in den Werbungen, Botschafter für wohltätige Organisationen oder wieder mal der neueste Skandal im Klatschheftli. Stars sind einfach präsent in den Medien. Ein Star ist heute aber nicht nur ein Tom Cruise oder eine Madonna, sondern vielleicht sogar der eigene Nachbar. Denn heute langt ein gutes Video im Internet, um über Nacht eine allseits begehrte Fame zu erlangen. Immer mehr Normalos wagen es und haben sogar Erfolg damit. Egal ob Insta, Facebook oder Twitter, es wimmelt nur so von Internetstars. Welche kennt die Jugend heutzutage vor allem? Justin Bieber. Ja, nein, zum Beispiel der Obama, das ist eine Berühmtheit. Der Diener. Rihanna, Ariana Grande und Selena Gomez. YouTube-Stars, was gibt es? Dagi B und so, sind ja auch mega bekannt und so. Ich sage Dagi B. Make-up-Artistinnen wie Mac Daddy. Ja, oder auch so berühmte YouTuber von England. Soella zum Beispiel. Schust einfach Sänger, so Chris Brown oder Sevin Streeter. Also Zoe Pastel ist bekannt, aber sie wäre jetzt nicht für mich ein Internetstar, aber ich finde sie ist bekannt. Eine von diesen Schweizer Online-Bekanntheiten ist Zoe Holtwiesen. Sie hat 2013 mit ihrem Sieg bei den Miss und Mr. Teenie-Wahlen erstmals die Aufmerksamkeit von vielen jungen Leuten auf sich gezogen. Heute, 2 Jahre später, ist sie aber auf keinen Fall aus dem Blickfeld verschwunden, sondern erreicht mit über 78'000 Followers auf Instagram immer noch extrem viele Menschen und ist zu einer Art Internetstar von der Schweiz geworden. Wir haben Zoe in Zürich getroffen und von ihr wollen wissen, wie sie zu diesem Erfolg gekommen ist. Es hat so vor etwa 2 Jahren so ein bisschen angefangen, als ich so angefangen habe, das aufzubauen. Und es sind dann einfach immer mehr Followers dazugekommen, weil es den Feed gefallen hat und haben mich auch mehr grössere Bloggers angefangen posten. Und dann hat das so ein bisschen angefangen. Ich habe einfach aus Spass eigentlich immer Bilder gepostet. Und ich habe wirklich nie damit gerechnet, dass jetzt irgendwie so viele Leute auf einmal mir folgen. Und so geht es nicht nur dazu. Auch Nathalie und Minea wissen, wie schnell es gehen kann, dass man tausende von Leuten in seiner Online-Community hat. Sie sind beide über das Internet, Nathalie über ihren YouTube-Channel und Minea über Instagram bekannt worden. Inzwischen haben beide über 55'000 Abonnenten. Auch sie haben wir getroffen und wollen wissen, wie ihr Erfolg gestartet hat. Also ich habe vor 2,5 Jahren angefangen, ich habe das halt mega gerne schauen gehabt. Und dann dachte ich, ich könnte jetzt einfach auch mal ausprobieren und habe es dann einfach gemacht. Und meine Mut sozusagen zusammengenommen und dann, ja, ins erste Video gegangen. Also ich habe einfach mal angefangen, Fotos zu posten, weil es mir Spass gemacht hat und irgendwie hat es die Leute interessiert, was ich mache. Und dann hat es mir natürlich auch mehr Spass gemacht und so ist das Ganze irgendwie ein bisschen gewachsen. Und dann hat man Leute kennengelernt über Instagram, die vielleicht von Berlin sind, London und so weiter. Und wenn die natürlich auch ein Bild dann mit dir posten, kommt man wieder zu Leuten und sie kommen auch zu Leuten. So macht man sich gegenseitig, tut man sich ein bisschen so aufpushen. Auch wenn man es nicht extra macht, aber es passiert dann so ein bisschen, ja. Also ich habe am Anfang gedacht, wenn du deine 100 Abonnenten erreichst, dann ist das schon so mega viel und jetzt bin ich fast bei 60'000. Das ist, was man realisiert eigentlich selber nicht. Ich kann auch nicht denken, dass Instagram mal so eine grosse Sache wird, dass man so viel erreichen kann, also so viel machen kann damit. Wo inspiriert man sich aber für immer neue Videos oder Posts? Ich schaue regelmäßig auf Tumblr vorbei und auch bei Instagram. Die Leute, die ich folge, die inspirieren mich natürlich. Und dann auch meine Kolleginnen, ganz viele. Oder einfach Leute auf der Straße auch. Wenn ich jemanden sehe mit etwas Coolem, frage ich dann, hey, von wo hast du die Schuhe oder die Hose oder so. Auf Instagram sehe ich viel, auf Tumblr, auf WeHeartIt. Das sind alles Apps, wo man halt seine Inspiration eigentlich holen kann. Und meistens schaue ich dort oder ich google, was könnte ich machen oder irgendein Thema. Dann schaue ich halt, was es dazu schon gibt und was es noch nicht gibt und dann schaue ich so, was ich dann dazu machen kann. Der Online-Erfolg öffnet den jungen Mädels sicher viele neue Türen und Möglichkeiten. Was ist das Beste, was sie durch ihre Followers oder ihre Bekanntschaft bis jetzt haben dürfen erleben? Also ist jetzt hat sich alles völlig geändert. Ich bin immer noch total die gleiche und alles. Aber ein mega cooles Erlebnis war vor 1 Jahr in Griechenland.
bin so am Strand gelegen mit meinem Buch und dann kommen so zwei Mädchen, so, bist du nicht so von Instagram? So in Griechenland, ich war so überrascht, ich so, was, kann es jetzt nicht sein, oder? Also ich konnte nach Stuttgart reisen und ich kann jetzt an diesem Monat noch nach München. Und es ist auch mega cool, weil eben Flug wird wieder zahlt, der Event ist dort, ein Hotel. Und das sind so Sachen, die mega cool sind und dann trifft man auch noch die Leute, die man gerne hat, eben gerade Kolleginnen von Berlin oder so und so weiter, die dann vielleicht auch am Event dabei sind, da ist das Beste, was man kann. Also ich habe mega viele coole Leute kennenlernen, ob das jetzt YouTuber sind oder Abonnenten, die mir einfach mega ans Herz gewachsen sind. Auch die drei kennen sicher ein paar Internetstars. Uns hat natürlich Wunder genommen, welche. Ich schaue ziemlich gerne Julien Bam, das ist ein deutscher YouTuber. Dann schaue ich noch gerne Bibi's Beauty Palace. Dann schaue ich noch gerne Schizophrenic Vlog. Also jetzt so von der Schweiz zum Beispiel Marilyn Jean, Annie Blaze, ein Kollege von mir, SCBF. Also im Blog bin ich Christina Besen von Cature. Die ist ja mega crazy am Durchstarten und am Umreisen und voll ihr Business am Machen. Neben denen, die aber schon auf den sozialen Netzwerken erfolgreich sind, gibt es auch unzählige junge Menschen, die sich den Erfolg online immer noch erträumen. Haben Zoe, Nathalie und Minja Tipps für jemanden, der noch am Anfang dieser Entwicklung steht? Einfach sich selber sein, nicht andere Bilder nachmachen, sondern seinen eigenen Stil reinbringen. Also ich würde mit auf den Weg gehen, dass ich einfach sich selber bleiben soll. Wenn man merkt, halt durch die Kamera, auch wenn man sich verstellt oder wenn man etwas vortäuscht, wie man ist oder halt nicht so ist, wie man halt im echten Leben ist. Also einfach bleibt ihr selber und habt Spass daran. Und Spass daran ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen. Einfach Spass haben, einfach möglichst viel, so ein bisschen gute Laune überbringen und ja, man sollte einfach wirklich Spass haben, dem, was man macht. Und ich glaube, dann kommt es bei den Leuten auch so an, dass man es gerne macht und nicht einfach machen wegen dem Geld oder wegen anderen Gründen, sondern wirklich, weil man Freude daran hat. Früher, vor dem Internet, hat man aber vor allem Fernseh- und Filmstars gekannt und auch von denen nur wenige sehr berühmte. Dafür sind die, wie der Name Star schon sagt, als Stern tatsächlich wie unerreichbar gewesen. Ein paar Beispiele sind Marilyn Monroe, der James Dean, der Elvis Presley und viele mehr. Wie sieht das die ältere Generation, die zu Lebzeiten von diesen Stars grosse Fans waren? Wer sind ihre absoluten Lieblingsstars? Der Harrison Ford. Aretha Franklin. Der Bob Dylan. Er ist ein eigenständiger Musiker, der 50 Jahre lang jetzt auf der Bühne steht. Er hat in den 60er Jahren angefangen und ist immer noch da. Also der Lieblingsstar ist ein Klassiker, einer, der klassische Musik singt, und zwar ist das der Pavarotti. Warum sich das Ganze von TV eher zu Web geändert hat und Fanbase die jetzt fast schon grösser ist, liegt wahrscheinlich daran, dass man dem Star viel näher sein und sogar interaktiv mit ihm kommunizieren kann, indem man kommentiert und liked. Der Online-Erfolg definiert sich auch genau über die Likes, Followers und Abonnenten. Schaut man aber auf Likes und Followers, wenn man nicht unbedingt bekannt werden will? Mir ist es egal. Mir ist es auch egal. Okay. Ja, also das Like, also das zeigt mich jetzt auch nichts Wichtiges, aber es ist schon, man merkt dann halt, ja, man ist noch gut im Kontakt mit den Leuten und so, und dass es nicht einfach Leute interessiert, was du postest und was du machst. Ja. Nein, das interessiert mich eigentlich nicht so. Mir ist es ziemlich egal. Ja. Stars haben schon immer existiert, nur haben sie und vor allem ihre Werdegänge sich mit der Zeit verändert. Ob sie jetzt Stars aus dem Fernsehen, aus Hollywood oder aus den sozialen Netzwerken sind, sie inspirieren und motivieren uns. Trotzdem ist es wichtig, sich selber zu akzeptieren und zu entwickeln und nie jemanden komplett kopieren. Kommen wir zum Videogag. Weißt du, wie viel Erbschen man in ein leeres Einmachglas reinfüllen kann, bis es nicht mehr leer ist? Eigentlich auch gar nicht so eine schwierige Frage. Aber solange du jetzt überlegst, kannst du mal schauen, was die Befragten bei unserem Video-Gag dort dazu gemeint haben. Wie viele Erbsen passen in ein Erbsenglas, so dass das Glas nachher nicht mehr leer ist? Also in eine Dose? In ein Glas, so ein Einmachglas. 1000? Schätze, also 10.000. Sagen wir mal 50.000. 52. Ungefähr 500. Okay, was denkst du? Ja, vielleicht ein bisschen weniger, so 400, 50. Wollen wir noch mehr Erbsen reinbringen? Ja, wenn man sie
zusammengequetscht. Also Erbsen muss so. Also eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ein grosseres Glas. Wenn jetzt das Glas auf dem Kopf steht, will man dann mehr Erbsen reinbringen? Nein. Und wenn es in der Seitenlage ist? Nein. Und wenn man es seitlich anlegt, das Glas? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht schon, ja. In Physik sind wir nicht so gut, aber vielleicht schon, ja. Wenn jetzt das Glas einen kleinen Sprung drin hat, also ein kleines Loch, und ein paar Erbsen rausgeht, wie viel hat es dann drin? Ja, ein paar weniger. Kommt drauf an, wie groß natürlich. Ja, sagen wir mal, vielleicht rollen da 200, 300 raus. Soll ich dir die Lösung verraten? Voll, ja. Also, das ist so, sobald ein Erbsli im Glas ist, ist es nicht mehr leer, das Glas. Voll. Weißt du, wie viele Erbsen das ungefähr in ein Glas reinpassen? Nicht. Also prinzipiell können wir das ja kurz ausrechnen. Nehmen wir ein durchschnittliches Einmachglas mit einem Volumen von etwa 450 ml, subtrahieren dann ein Neuntel von diesen 450 ml, ziehen von dem Quadratwurzeln, potenzieren und addieren wieder ein Neuntel von diesen 450 ml dazu und dann hast du die ungefähr Grösse. Jetzt musst du nur noch wissen, wie groß das etwa Erbsen ist. Das wären dann 0,15 ml. Das Ganze dividierst du dann nochmal und dann kommst du auf die ungefähre Anzahl, wie viele Erbsen da drin Platz haben. Das wären etwa 3000 Stück. Wenn du jetzt keinen Plan hast, was ich da gerade ausgerechnet habe, ist das auch nicht so schlimm, weil es interessiert ja sowieso keinen. Das war jetzt auch schon wieder mit der heutigen Top Edition. Ich hoffe, sie hat dir aber gefallen und du schaltest das nächste Mal auch wieder ein. Und übrigens, wenn du noch wissen willst, wie viel das in einem Glas mit 600 ml Platz haben, dann rechne das doch aus und schick uns die Lösung zu. Also, bis zum nächsten Mal bei Videogang!